bist so weit vorne, ist er abnormal, wirklich. Ist das krank. Ey, jetzt gibt's nochmal eine neue Karre hier. Jetzt krieg ich bestimmt nochmal, ey, ich krieg nochmal einen Truck, ey, das kann er wirklich nicht wahr sein. Yes! 12. Platz! Ja, schon wieder Platz 12. Also. Wieder 12. Zweimal hintereinander. Tja, ich werde schon wieder 25. Ich sag dir ehrlich. Das ist wirklich nicht mehr normal hier. Damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge von GTA Online. Wir sind wieder auf dem Megagames-Server unterwegs und das Ganze mit dem fantastischen Dennis Winter. Hallihallo. Oh, gleich, kennst du... Also ich habe gerade mal den LM87 genommen. Das ich probiere mal ein neues Fahrzeug. Ich nehme mal den... Geil. So, Freunde, ums Direkt. Oder nehme ich den auch? Ne, ich nehme den Hyperion, nehme ich jetzt schnell. Um es direkt vorweg zu klären, warum ich so beschissen aussehe. Das liebe Corona hat mich jetzt auch erwischt. Ich wollte es mir aber nicht nehmen lassen, mit dem lieben Dennis hier mal ein paar Filmchen aufzunehmen. Und deswegen bin ich für euch hier am Start, ja. Nur falls ihr euch wundert, warum ich so beschissen klinge, so beschissen aussehe und vielleicht nicht so ausraste wie sonst, da nichts. Ich gebe trotzdem mein Bestes. So, hier dieses scheiß Unorder, das ist doch... Oh, ist das nicht das, was wir schon mal hatten, wo man dann so rausspringen muss? Nee, die Map... Nee, die Map doch nicht, das ist eine andere. Okay. Ja, ist einfach eine andere Strecke. Es gab kein Burnout, okay. Unordered heißt ja, du kannst dir aussuchen, wo, welche Punkte du... Ja. Direkt verkackt. Unordered heißt, du kannst dir aussuchen, welche Punkte du zuerst einsammelst. Okay. Scheiße, fahre ich hier eine Grütze zusammen. Ich bin aber auch so dumm. Ja. Nein! Wie kann man so verblödet sein? Ach, Digga, ich hab... Oh Gott, wie ich fahr! Also, wenn ich dieses Rennen verkacke, dann bin ich selber schuld. Oh Gott. Ach, Digga, jetzt habe ich noch so eine beschissene Karre. Hä, bin ich Erster? Okay, jetzt nicht mehr, aber ich war kurze Zeit Erster, oder was? Ja, Digga, jetzt werde ich hier durch den Zaun durch. Wenn ich jetzt hier nicht mehr durchkomme, flipp ich aus. Hä? Achso. Immer noch Sechster, belastend. Okay, jetzt verliere ich gerade richtig Position. Digga, weiß auch nicht, was da passiert ist. Ja, nee, dieses Unordered ist so scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinfahren soll und den ganzen Scheiß. Ja, Digga, und jetzt habe ich auch noch so eine richtig beschissene Karre bekommen, oder wie? Geil. Ey, ich brauche eine beste Karre, wirklich. Das ist ja schlimm. Komm, jetzt, weiß ich nicht, Formula oder so. Schlecht schlage ich mich gerade nicht, sage ich dir auch ehrlich. Oh, Infernus. Damit kann man arbeiten, da kann ich vielleicht ein bisschen Plätze gut machen. War halt so dumm von mir, ey, wirklich. Digga, ich bin einfach Zweiter, was ist denn da los? Ich kann auch gewinnen. Wenn ich jetzt ein gutes Auto kriege, sage ich dir ehrlich, wir haben jetzt gar keine Positionsdinger gemacht, aber bei so einer Order ist es eh. Komm, gönn! Digga, er gibt mir so einen Oldtimer. Nee, Digga. Aber wobei, lahm ist er nicht. Wenn ich nicht diese Fahrfehler machen würde, würde ich schon längst vorne sein. Ich kämpfe gerade noch um Podium, also. Warum fahre ich eigentlich gerade so einen Scheiß zusammen? Ja, scheiße, der zweite ist im Ziel, aber es wird der dritte Platz für mich, immerhin. Direkt ein Podest, fängt doch gut an, Freunde. Aber jetzt ich mal kurz Mikro aus. Das war wieder so dumm von mir, ich wollte das Fahrzeug behalten und habe mir den Transformpunkt zum Schluss gelassen. Jetzt muss ich aber noch vom Transformpunkt zum Ziel fahren. Mann.
Genau, ja, ich habe den Transformer blöd, immer am Anfang der Runde genommen, dann war ich los, aber... Ja, Neunter. Hätte man besser machen können, also allein in der ersten Runde so doof. Ja, war gar nicht so schlecht. Ich wenigstens, Digga, der Typ hat einfach eine 39er Runde gefahren. Der erste. Kann man mal machen. Meine beste war eine 53. Meine beste war eine 51. Ja, not bad. Ja, hattest du mal eine geile Karre gehabt? Ja, die in der zweiten, den Infernus irgendwas. Das war irgendein nice. Infernus, irgendeine Sonderedition und der war echt krass. Ja. Gut, weil die Runde so schnell ging, würde ich sagen, wir machen jetzt noch drei weitere Rennen und dann die Folge auch wieder durch. Und dann geht's zu den Game-Modis. Aber der dritte Platz für jetzt ist doch schon mal nice. Und dann kommt hoffentlich jetzt gleich, nachdem wir uns den ersten Platz angeschaut haben. Glückwunsch an Kritzelt. Was? Scheiße. Long one, please. Wahrscheinlich kennen wir das schon. Das fängt an im Militär. Oh Gott. Es ist ein Long One, stand der da. Ja, das ist ganz geil. Oh, das ist die Strecke. Oh nee, so viel Gelände. Alter, das ist ja mal richtig lang. Alter! Oh ja, 10,8 haben wir schon längere Strecken gehabt. Nur der Geländeteil macht es ein bisschen blöd. Stell dir mal vor, sowas dann noch zwei Runden, Mann, wie geil das wäre. Ja, aber eigentlich ganz schön. Ja, ist okay. So, jetzt gibt's auch wieder Burnout. Vielleicht muss ich aufpassen, ne? Der liebe Dennis ist ja hier auf meinem linken Monitor in der Facecam. Hallo. Problem ist nur, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn du deine Augen drehst, dann tut's einfach weh. Ja, kenne ich. Jawohl. Ah! Ich hab nur Great geschafft. Hattest du perfekt? Ja, ich hab's gerade noch so hingekriegt. Okay, ich starte relativ weit hinten, würde ich sagen. Ja, schadet ja nicht, weil man... Der Kollege hat sich wieder den Hyperion gegönnt. Neo. Ach du Scheiße. Ah, ich sehe nichts. Bei mir ruckelt's. Da sind wir doch in den Top 3, jawohl. Egal. Erster Platz oder was? Dann krieg ich direkt so eine beschissene Karre oder wie? Den Marbel. Ja, Digga, und die Supersportler ziehen jetzt alle an mir vorbei, Digga. Ach du, ja, Junge, ich krieg diesen. Oh. Oh, was ist das denn für eine Kiste? Tja, da vorne bist du ja, bist vor mir. Kann mir mal bitte jemand Windschatten geben hier? Mann, die Karre ist so langsam. Jawohl. Das ist unfair, das ist nicht mehr feierlich. Ah, hallo, ciao. Oh Gott. Ja, ciao. Scheiße. Ja, wobei, ich bin gar nicht so, so weit weg. Ja, Digga, viel zu viele. Bitte, hab ich jetzt was Geiles? Motorrad. Ja? Schau mal. Lol. Ja, ein Motorrad, Alter. Das ist ja mal mega okay hier bei den... Oh. Bist du rausgeflogen? Nee, zum Glück nicht. Was Junge, dein Fahrzeug ist einfach mal viel schneller. Junge, ich habe einfach so einen Sportkombi, der ist echt geil. Junge, wie du davon ziehst. Ja, eigentlich jetzt aber in den Kurven müsstest du eigentlich. Ich komme nicht Ach, jetzt. Scheiße. Ja, guck doch mal, was ich hier bekommen habe. Alter, was ist das? Digga, wie schlecht war denn der Punkt gesetzt? Scheiße, Digga, was ist denn das? Der A-Type, Alter. Immer so ein 1920er Auto oder was. So eine Seifenkiste mit Motor. Hab ich einmal bekommen. Ach du Scheiße, dieses Ding überdreht sich aber jeder Kleinigkeit. Ich hab, was bist du gerade? Bist du vor mir? Nee. Sehr unwahrscheinlich. Ich bin 22. 23. Oh, jawoll.
tun, Daniel? Alter, ich komme mit der Strecke null klar. Wirklich gar nicht. Ich krieg keine Kurve. Ja, mit dem A-Type, sag ich dir ehrlich, war auch hart. Jetzt habe ich aber gerade den Dune Buggy, mit dem fährt es sich hier sehr angenehm auf dem Gelände. Da mache ich gerade einige Plätze gut, aber man kriegt ja hier richtig... Oh, jetzt kriege ich hier so einen Van, Alter, muss es sein. Das Schöne ist, vor mir sind auch ein paar Laster, dementsprechend kann ich mit Windschatten gerade mal mithalten, aber... Ah, für Top 5 reicht es gerade noch nicht. Nicht überdrehen, bitte. Oh, noch ein neues. Bitte jetzt mal Sportler. Ah, ich krieg auch irgendwie gerade nur Scheiße. Irgendwie gönnt's. Tada. Ach, das Gelände hier. Komm, vor mir sind die Top 5, Alter. Wenn ich die drei überhole, bin ich Fünfter. Dann ja, Junge, dieses Ding fährt hier 90 oder was? Ja. Ey, ja, was ist das denn? Jetzt gibt mir Windschatten. Warum krieg ich keinen Boost? Hallo. Ja. Jawohl, da sind wir doch. Ja, und jetzt krieg ich... Ach du Scheiße. Jetzt krieg ich den Mule Laster. Geil. Ich seh dich. Hm? Bist du da? Ja, da. Sterling. Das ist ein Scherz, ist das doch hier. Wirklich? Ich krieg... Ja, hallo! Nein! Ciao! Komm zurück. Junge, was kriege ich hier? Ein Laster, Alter. Ich habe davor schon richtig Scheiße gehabt. Und zur Belohnung kriege ich noch ein Laster. Ja, ich war einfach, ich war Siebter und dann... Naja. Kann man nicht immer Glück haben. Ja, vor allem das Auto hat man jetzt hier ewig, ne? Davor kam jede Kurve gefühlt ein Punkt. Gott. Das ist ja gleich das Ziel, Alter. Ich krieg einfach nichts Neues mehr bis zum Ziel, oder wie? Doch hier. Ja, toll. Ein paar Punkte vom Ziel gibt es jetzt nochmal eine neue Karre. Jetzt krieg ich wahrscheinlich noch einen Bus. Ich krieg echt noch ein Scheißding hinten dran, ne? Ach du, ja. Und dann hier so eine Kurve mit dem Ding, ne? Klaro. Ach du Kacke. Weil das Ding gibt wenigstens einigermaßen Gas. Aber auch nur bis 100. Dann ist auch wieder Schluss. Ach ja. Aber ich krieg einfach keine Karren, Alter. Ich krieg hier nur Scheiße. Jetzt krieg ich hier so ein, immerhin so ein Muscle Car. Bist aber über alle Berge. Bist ja Zehnter, Elfter. Mensch. Ein bisschen zu spät gebremst. Komm, Alter, da vor mir. Arsch wieder. Ey, ich krieg nur Laster irgendwie dieses Mal. Ja, das Spiel gönnt natürlich nicht. Ich klemme hier einfach. Vor mir, der kriegt nur krasse Fahrzeuge. Wie kann man sich da festfahren? Also es gönnt mir heute erst. Diese Runde gönnt mir gar nicht. Ich habe einfach drei Laster gehabt. Was ist das für ein Scheiß? Ich bin Alter, da. Was hat der denn für einen Wendekreis? Jetzt werde ich sogar noch Zwölfter, weil der so... Nee, Elfter noch, gerade so. Ach, frag mich. Das ist das belastend hier. So, wo ist denn unser lieber Computer? Da ist er. Mit so einem schönen Truck. Digga, ich hab nur so eine Kisten gehabt. Ja, der liebe Van hat den Punkt hier vergessen. Den Platz behalten war. Das ist eine Belastung. Sorry. Boah, so schlecht war ich schon lange nicht mehr. Wahnsinn. Hauptsache, weißt du, da wo ich einigermaßen okay Karren hatte, da gab es dann alle 5 Punkte einen neuen. Und dann kriege ich diese Laster und den musst du einfach die Hälfte der Strecke fahren.
Ja, da siehst du diesen Sammy Delight. Ja. Diese Karre habe ich auch gehabt. Das war dieser A-Typ. A-Type. Im Gelände dann auch noch. Der war echt nicht angenehm zu fahren. Gut, Freunde, Halbzeit. Mein Ziel nicht erreicht. Du hast dein Ziel erreicht, Mensch. Ja, ein bisschen ärgert, dass ich nicht noch den 10. bekommen habe. Machen wir mal mit dem nächsten Rennen weiter. Ich glaube, ich nehme den Police Merit. Es geht weiter mit dem dritten Rennchen. Alter, es gibt ja hier, das sind alles Scheißfahrzeuge. Ja, ich nehme den Merit einfach. Unmarked Cruiser. Alles klar, Digga. So. Letzte Runde war ja mal ein Schuss in den Ofen. Ich sag trotzdem Top 5. Damit zwei Schuss in den Ofen. Wir haben schon wieder Geländeteil drin. Ich flipp aus, ey. Das ist nervt. Dieser ewig lange Autobahnteil. Ich sehe mich jetzt schon wieder in einem Bus diese Autobahn fahren, ne? Aber guck mal, das sind jetzt 7,4 Kilometer, zwei Runden. Das heißt, das ist eigentlich länger als diese Long-Version da, ne? Ja. Also Quatsch-Medium. Easy Route. Wenn du das sagst. Toll, ich starte ganz vorne. Stand da, hat einer geschrieben. Ich weiß. Ja, mit dem Auto ist es ja easy mit dem Beirat. Verkackt, oder was? Junge, ich halte wirklich 9,9 Sekunden lang perfekt und in der letzten Sekunde geht's auf 99 runter. Ach, Digga, in deinem Maul, wirklich. Ja, als erster zu starten ist halt mies belastend, sag ich so ehrlich. Junge, die haben alle viel schnellere Karren. Ich hab mich gerade selber angespuckt. Wow, bisher halte ich mich als erster. Jetzt kommen sie alle mit Windschatten hier vorbei, aber ja klar. Fuck, voll verbremst. Ah, Digga, was ist das für eine Scheißroute hier? Komm, jetzt gibt mal Windschattenbooster. Und ich krieg den Fajaloa, Digga. Ach, fuck, was ist das denn? Für ein Mistvieh. Komm, jetzt gib mir ein gutes. Weiß nicht, ob das gut ist. Natürlich geht die Route dahin. Und schon wieder verloren hier. Alter, die Karre ist, also dafür, dass sie so unglaublich schlicht aussieht, fährt sie sich echt gut, ne? Ist mega wendig irgendwie. Wissen die Leute überhaupt, dass sie den Booster hier haben? Der Garden Sheet. Ich krieg einfach die Ente, Alter. Jetzt die Trön 2 CV, ey. Die Ente. Ey, hatte ich vorhin schon mal. Ach, ist das wieder belastend. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich krieg einfach irgendwie keine Karren, Mann. Das Glück ist gerade nicht so bei dir. Digga, ich lenk hier voll Lenkeinschlag bei 90 km/h. Er lenkt nicht. Ist das gruselig. Wo bist du? Ich bin gerade mitten im Getümmel. Platz 23 aktuell. Du hast mich gerade überholt, Digga. Trotz voller Bremse ist diese Kiste einfach den Berg runtergefahren. Ey, diese Dreckskarre, Alter, die hat überhaupt keine Wendung. Keine Lenkung, meine ich. Der hat eine mega kranke Beschleunigung. Du bist so eine Wendung, Alter. Ja, aber die bringt die Beschleunigung bringt dir hier gar nichts. Digga, ey, diese Karre ist so eine Strafe, Mann. Jawohl, ein Sportwagen. Jetzt geht's los. Ich glaube, es ist sogar ein Supersport. Oh ja, ey, wie sich das einfach anfühlt. Oh, da vergisst man glatt, wie gut sich Autos in GTA anfühlen können, wenn du einfach mal nur Scheiße hast. Aber wetten die, die habe ich wieder nicht lange wahrscheinlich. Ey, Mann, was ist das für eine Karre, Digga? Ah, hallo. Der fährt sich mal sowas von scheiße. Guck mal, der dreht nur hinten weg, Alter. Der hat so richtige Eckschleuder. Ja, aber jetzt kommt dieses scheiß Autobahnstück. Und der Bus war? Ah, nee, doch nicht. Okay, immerhin Sportbahn. Oh, ich hab Dämon. Komm schon, 200, jawohl.
Ja. Digga, die ziehen alle an mir vorbei. Scheiße, die Kurve. Oh, nicht mal drin. Ja, aber irgendwie, also ich habe ja jetzt gefühlt nicht die schlechteste Karre. Aber ich komme überhaupt nicht rein. Ah, scheiße, Mann. Aber ich komme irgendwie nicht ran hier an die Leute. Ja, sorry, Freunde. Ich gebe mein Bestes hier, aber... Seht mir nach, dass das heute hier echt... Mike wollte unbedingt. Ich wollte unbedingt, ja. Wer nicht, hallo? Ja, es ist noch lange, den ganzen Tag. Ja, der, es geht schon wieder los mit den Lastern, ja. Nexus! Nexus EX1, komm Bruder! Ja, mach da das. Ist er wieder weg. Digga, irgendwie. Ich hab das Gefühl, du beendest jetzt jedes Rennen vor mir. Bin ich wieder vor dir? Du bist wieder vor mir, ja. Aber gut, jetzt ist ja erst eine Runde um. Oh, scheiße, ich hab vergessen, dass wir noch eine zweite Runde haben, Alter. Okay, aber die ging jetzt noch schneller um, als ich dachte. Ja, 4 Minuten. So, komm, in der zweiten Runde brauche ich jetzt mal ein bisschen Ding. Ich bin schon wieder 25. Das kann doch nicht sein, dass das hier mein neuer Standardplatz wird, Alter. Was ist denn das? Oh, dieses erste Fahrzeug hat man immer so lange. Jetzt muss ich ewig diesen... Diese... Ja, geil, Alter. 30. Wie viele Spieler waren da? Ja, also wenn ich kein Formular kriege, dann weiß ich auch nicht. Boah, ist das euer Ernst? Stretch-Limo? Die quält sich hier in den Berg hoch mit 100 km/h, Alter. Sei froh, dass du so schnell bist. Ich wäre gern schneller unterwegs. Ich war 70. Und jetzt kriege ich schon wieder so eine Scheißkiste hier. Ja gut, die fährt wenigstens 120. Ein bisschen flotter, cool. Ja. Hey, jetzt ziehen sie alle an mir vorbei, das ist doch nicht normal. Ja, Tesseract, Junge! Wahnsinn. Ja, und er kriegt da vorne, kriegt er den Tesseract und ich krieg wahrscheinlich gleich den Bus. Alter, ich hab gebremst und die... Komm schon, Digga, der Mesa oder was? Ich krieg irgend so einen Geländebuggy, der hier 90 hochfährt oder was? Ich krieg die guten Autos immer an Stellen, wo man sie überhaupt nicht gebrauchen kann. Weil es war ein längerer Abschnitt mit Geländeteil, da ist dieser Geländebuggy vielleicht gar nicht so scheiße. Ja, hier hab ich jetzt den Tesseract. Ah, okay, der ist richtig scheiße, Alter. Der bremst wohl. Ach, ey, ich hab ja echt... Digga, dieser... Nein, nicht wieder diese Karre. Ich habe halt das Gefühl, ich krieg immer die gleichen Fahrzeuge, wirklich. So langsam erkenne ich ein Muster. Also, diese Karre, dafür, dass es ein Geländewagen ist, ist der mal so scheiße gefahren. Jetzt krieg ich noch den Pincho. Irgend so ein Kompaktauto, Alter. Ich weiß echt nicht, was hier los ist. Also dich sehe ich sicherlich nicht mehr. Dass ich als 26. immer noch so einen Scheiß kriege, es ist unfassbar. Ich krieg zweimal hintereinander Polizeiauto. Das ist echt mir normal. Ja gut, aber das sind andere. Junge, der hinter mir! Ja. Ich fahre 220, er zieht an mir vorbei mit einer Mordsgeschwindigkeit. Ja, ich kann das irgendwie gerade bei mir nicht. Oh ja, meine Nummer. Einigermaßen gut aussehende Kiste. Zu spät kriege ich jetzt hier die Kisten. Jetzt mache ich doch nichts mehr. Am Schluss kriege ich nochmal ein Primo, ey. Wollt ihr mich verarschen? Den habe ich auch. Hatte ich den hier auch gerade? Ja, du bist so weit vorne, ist er abnormal, wirklich.
Ist das krank. Ey, jetzt gibt's nochmal eine neue Karre hier. Jetzt krieg ich bestimmt nochmal... Ey, ich krieg nochmal einen Truck, ey. Es kann ja wirklich nicht wahr sein. Yes! 12. Platz! Ja, schon wieder Platz 12. Wieder 12. Zweimal hintereinander. Tja, ich werde schon wieder 25. Ich sag dir ehrlich. Das ist wirklich nicht mehr normal hier. Aber auch ganz hinten bei den Leuten. Schaffe ich es noch, den Platz zu verteidigen? Ja. Digga, 23. Es ist... Also, ich weiß auch nicht, was das ist. Heute ist nicht so dein Tag. Golfito! Drogen? Bingo-Laden! Und so eine Scheiß-Runde ist eine neue Personal-Best-Time, oder was? Meine beste Rundenzeit war einfach eine... 4,18. Die beste Runde ist bei 3,35 und du hast eine 4,1. Wie heißt ein Spieler Lenovo PC? Was? Ist das ein geiler Name? Kevin! Los, Kevin! Oder Ghost Froggo. Ach, so ein Bullshit. Ey, wirklich ein Bullshit. Kokaina, Kokaina. Glückwunsch an die 3. Ein Rennen machen wir noch. Solos. Hey, der hat davor schon mal gut. Der war davor schon Zweiter, oder? Das sind wir jetzt. So, und nee, der war davor Couple 1 hat gewonnen. Und ein Rennen noch. Komm, es muss doch noch mal was drin sein hier. Oh, der Knight Rider. Und zum Abschluss dieser beschissenen Folge gibt's noch mal wunderschön. ein Short-Rennen, 4 Runden immer noch, aber gut. Rampbuggy oder Ruina 2000, also sage ich ganz ehrlich, nehme ich den Rampbuggy, weil der Ruina, der fährt sich noch beschissener. Gibt's 3 Autos? Weil da hat jemand den Kumbata Batinka. Ach nee, so heißt der so hieß der Spieler. Ja, aber der wurde als einziges angezeigt. Überall wurden die Autos angezeigt. Und sein Name. Ich dachte, der hat ein anderes Auto. Der Typ ist so durch. Der ist so durch, Alter. Da waren überall wurden die Autos angezeigt. Außer bei ihm. Deswegen dachte ich, er hat ein anderes Auto als wir. Ist das gut? Alter, Digga, du schaltest direkt hinter mir. Scheiße, ich kann nicht mehr. Ja, das war ein Fehler in der Matrix, sag ich dir ganz ehrlich. Das war ein richtiger Fehler in der Matrix, sag ich dir, wie das ist. Sag ich dir auch ganz ehrlich, wie es ist. Der Zacks, one car per lap. Ach, die Kacke, ja. Oh, nee, Digga, ich zieh mich schon wieder, lass da eine ganze Runde hier fahren. Die ganze Zeit Max gehalten, Junge! Ich bin Max, so, nicht Moritz! Ich bleib trotzdem bei Top 5. Boom, 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 boom! Ich geh jetzt auf Top 10! Setz mein Ziel jetzt hoch! Ja, Digga, er springt direkt hoch! Er springt erstmal. Hast du es auch gesehen? Ey, die springen alle! Was ist denn mit denen los? Ich glaube, die wollen den... Oh! Ja, die wollen den Windschattenboost aktivieren. Und das ist dieselbe Taste. Okay, ein Grund mehr, den jetzt zu nehmen, ne? Ein Grund mehr, den zu nehmen. Oh nein, nicht überdrehen. Wenn wir eine dieselbe Karre hätten, ich kämpfe hier schon wieder um den Sieg, ja. Aber jetzt kommt gleich die erste Karre und dann ist wieder vorbei. Und Ferocci, Digga. Dominator. Ah, es gibt bessere. Boah, wenn ich schon wieder sehe, wie der hier aus der Kurve rauskommt, ne? Ah. Vor allem so unsportlich sieht der gar nicht aus, aber der hat so keine Power einfach. Der Dominator hat das Problem, dass er sehr unwendig ist. Jetzt haben einfach alle gerade die Kurve verkackt. Ja, das war schon mit einer Runde. Ja gut, geht flott, ne? Ich möchte ein anderes Fahrzeug! Der ist scheiße. Ja. Jetzt auch mal was Geileres, sonst wird es hier wieder nicht. Jetzt schon wieder 9 da, weil ich einfach
Oh, hat die eine geile Stimme. Junge, was ist das für ein sexy Lied gerade? Hat die eine geile Stimme. Nee, jetzt ohne Scheiß, die hat so eine richtig angenehm, warme, gefühlvolle Stimme. Richtig angenehm. Ja! Richtig schön. Ich hab den Formular für eine ganze Runde. Yes, jetzt geht's los. Oh, jetzt geht der Beat, Alter. Alter, wenn ich damit jetzt nicht auf Platz 1 gehe, sag ich dir ehrlich. Einfach den Formular. Und hat direkt zweiter. Ich hab einen scheiß Truck bekommen. Alter, was ist das für ein Truck? Alter, ist die Karre gut. Oh mein Gott, Digga, das ist so ein Truck. Truck. Mit dem kannst du einfach 1000 km/h brettern. Junge, das ist so ein richtiger LKW, so ein echter. Scheiße, der hat aber keine Kurvenlage, fuck. Über diese Brücken. Ja, der ist zu groß, ich komm nicht unter der Brücke durch, oder was? Komm, und wenn jetzt noch die Karre stimmt, dann können wir es nach Hause fahren. Ja, ich krieg einmal die Fajo, Mann. Ach, was soll denn die Scheiße? Ja, Fabio. Und er. Jetzt hat er den Formular bekommen. Was kann ich denn nicht kriegen? Hallo, ich bin 24. 26. Ich bin der Formular. Ich will nicht diesen scheiß LKW. Ja. Mann, der ist. Ey. Der kann keine Kurven, der kann nicht bremsen. Was ist das für ein LKW? Ich glaube. Komm schon, rette dich ins Ziel. Es ist nicht mehr viel. Ich glaube es nicht. Da ist das. Ah ne, es sind 4 Runden. Ja, dann ist eh vorbei. Ob du jetzt schon in Runde 4 bist. Ja, ich bin jetzt in. Ja, Digga, ja. Ja, Digga, wo fährt der hin, Mann? Alle Supersport. Jeder hat einen Supersport. Ich kriege Faschos. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt los hier. Ich habe echt keine Energie für den Scheiß, Mann. Ey, der Blade. Ich habe noch nicht eine gute Karre bekommen. Das ist unfassbar. Ach, was ist das für ein schlechtes Rennen? Junge, nicht eine gute. Meine beste war der Dominator und selbst der ist kacke, weil der sich so beschissen fährt. Mal. Ach, scheiß auf, Digga. Es sah so gut aus. Dieses Scheißding, dieser Kübel. So, ich bin jetzt in Runde 4. Geil. Der erste ist schon im Ziel. Ja, ey, der erste hat vor mir gefinisht, bevor ich in die vierte Runde gefahren bin. Das heißt, er hat mich überrundet. Ich habe halt auch wirklich nur Dreckskarren bisher bekommen. Ja, er gönnt mir einfach zum Abschluss nochmal den Sand King XL, Alter. Ja, mein Gott, ich. Ach, scheiß drauf, Alter. Gönn dir den Sandkönig, Junge. Komm, gönn wenigstens nochmal ein Top 10 für mich. Junge, was hat der für einen Blubber-Sound, Alter? Das ist ja ein richtiger Amerikaner. Nero, Junge, jetzt geht's ab hier in der letzten Runde, wo ich ihn nicht mehr brauche, oder was? Ach ja, schön. Jetzt hättest du mir auch einen Trashmaster geben können. Komm schon, Top 10 muss drin sein. Ja. Ich Shortly, wollt ihr mich verarschen? Oh, 10. immerhin. Ach, so ein Schrott, also wirklich. Es kann ja nur noch schlimmer werden in den Game-Mode. Ich ahn schon Böses, Mann. Ich ahn schon Böses. Ich muss die Jacke zumachen, ey, mir ist echt kalt. Als ob. Ja, die kann ich überleg mir, den Pullover auszuziehen, weil der so warm ist und du kommst so. Ja, aber mir ging's auch so, wo ich das hatte. Ja, ich gehe jetzt von aus, dass die Körpertemperatur wieder Richtung 38 wanderte. Abends ist ja prinzipiell immer ein bisschen höher. Ja, war bei mir auch so. Ja, sondern das Einfachste, einfach wirklich schlafen gehen. Ja, ach, nee. Ist mir dann auch zu blöd, weißt du, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als ganz im Bett zu liegen. Nee, habe ich das tatsächlich auch nicht gemacht. Das ist mir so langweilig, nee, das geht gar nicht. Vielleicht wäre es anders, wenn ich von meinem Bett aus irgendwie Blick auf den Fernseher hätte oder auf irgendwas, aber habe ich nicht. Also ich könnte ja wirklich nichts machen im Bett, deswegen lasse ich es bleiben. Setze mich dann lieber auf meinen Schreibtischstuhl oder so. Guck dann hier, welche Serien. Ist mir lieber. Freunde, für die Folge soll es gewesen sein. In der nächsten Folge bin ich auch noch am Arsch, dass ihr auch schon mal vorher warnt seid. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.